Manche Leute schwören, es gäbe nichts Schönes mehr auf der Welt. Keine Magie. Komm schon, wir müssen was tun, um dich von deinem Silvesterfrust zu befreien. Wieso kommt dann die ganze Welt in dieser einen Nacht zusammen? Es ist Silvester, Bro. Lass uns ein Fass aufmachen. Um die Hoffnung für ein neues Jahr zu feiern. Meine Vorsätze fürs neue Jahr. Wenn du sie bis Mitternacht erfüllen kannst, bekommst du die hier. 4 Karten für die Party? Du hast den richtigen gerufen. Ist das dein Silvester-Outfit? Das mache ich mir nur für schlechte Zeiten. Du solltest es heute Abend anziehen. Silvester ist die schlimmste Nacht zum Weggehen. Leute, die das ganze Jahr nicht trinken oder feiern, machen dann alle einen auf Gangster-Rapper. Letztes Jahr habe ich eine kennengelernt und sie war außergewöhnlich. Das erste Baby, das im neuen Jahr in diesem Krankenhaus geboren wird, gewinnt 25 Riesen. Die Wette gilt. Aber hallo. Und wie sie gilt. Komm, Schatz, keiner gewinnt, wenn Schwangere loslegen. Wir sind mehr Promis als in der Entzugsklinik. Ich flippe aus. Zeig mir deinen Kopf noch nicht, kleine Lady. Noch nicht. Schrei nicht in meiner. Das würde ich nie tun. Und? Was meinst du? Da wird jemand ein gutes neues Jahr haben. Vorsatz Nummer 2. Überwältigt sein. Bist du überwältigt? Erledigt. Wen kriegst du denn um Mitternacht? Du gehst also ein Stück Pizza essen, ja? Und begegnest dabei womöglich der einen. Weißt du, wie man das nennt? Wahnsinn. Einen Glücksfund. Und damit schafft man nicht. Darum geht es an Silvester. Ist jetzt schon Neujahr? Wirklich? Nichts übertrifft New York an Silvester.